Die Austria macht sich bereit für die letzte Runde. Markus Rusek will alles dafür geben, damit das große Ziel noch mit ihm erreicht werden kann. Natürlich, ich möchte unbedingt, dass der Austria nächstes Jahr in der Bundesliga spielt und dafür werde ich auch alles tun, weil gegen sie möchte ich nicht spielen, weil muss ich ein paar Freunde zusammenschneiden dann, das möchte ich nicht. Spaß beiseite, ich hoffe, dass wir das schaffen. Wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, dann können wir uns nichts vorwerfen und was dann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Ich hoffe, dass wir noch eine Chance kriegen und wenn die Chance kommt, werden wir da sein und die nutzen. Auch wenn der eine oder andere vergebene Punkt jetzt wehtut, die Austria ist neben Linz das beste Team der Rückrunde. Wir haben in den letzten Wochen und auch Monaten, ich habe das nie publik gemacht, richtige gravierende Ausfälle gehabt. Die haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch gut kompensiert. Jetzt kommen, sind die verletzten Spieler schon langsam wieder zurückgekommen, aber dass in uns noch mehr steckt, das weiß ich. Peter Backhult hat bereits Erfahrung in den ganz wichtigen Spielen. Was ist seine Erwartung diesmal? Wir müssen hoffen, dass Innsbruck irgendwo noch den Punkt liegen lässt, aber nichtsdestotrotz geht es um die eigene Leistung und wenn man das Ganze jetzt in den letzten Wochen Revue passiert, hat die Mannschaft eigentlich ihre Aufgabe bis auf die eine oder andere Situation sehr, sehr gut erledigt. Ein Heimspiel vor den Fans, das ist der Austria nach der Öffnung der Stadien leider nicht vergönnt. Umso mehr bedankt sich Markus Rusek bei der violetten Familie. Wäre super, wenn ein Heimspiel wäre, ist leider auswärts. Aber trotzdem möchte ich mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen bedanken, auch für mich persönlich, dass sie mich immer so unterstützt haben und ich hoffe, ich kann irgendwas zurückgeben jetzt dann nach der Saison. Und vielleicht gibt es ja doch noch ein Heimspiel vor den Fans für Backhult und Co. Das wird die Zukunft zeigen. Dankeschön. Bitte. Ich muss gerne aber etwas fragen.